So, jetzt ist es wahrscheinlich Nacht, oder? Natürlich ist es Nacht. Oh, 6 Uhr morgens. 2 Stunden wären es nur gewesen. Naja, dann schlafen wir die 2 Stunden noch. Fällt mir ein, wir haben schon in dieser Aufnahme noch nicht einmal Eisschild geübt. Das sollten wir wieder tun. Oh, 2 Stunden später und der Regen hört auf. Schönen Tag. Schönen Tag, Gerüchte. Gaston Sourilie und sein Bruder David besitzen einen der besten Weinberge in ganz Cyrodiil. Für euch? Selbstverständlich. Wir verkaufen nur vom Besten. Was? Nur vom Besten, naja. Das brauchen wir nicht. Solche Geschäfte. Schade. Das ist ein echtes Schnäppchen. Zwei makellose Saphire, Leute. Das ist... Das klingt... Und ein Rubin. Und natürlich alle bis auf einen Reparaturhammer. Die Meisterretorte kann weg. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ein gutes Geschäft. Sonst ist ja nichts mehr, dann verkaufen wir das noch alles. Viel fehlt ja nicht mehr, Leute. Vielleicht kriegen wir in dieser Aufnahme noch die 800.000. Das ist ein gutes Angebot. Ihr seid ein gutes Ge. Ihr seid ein harter Falscher. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Auch ihr. Naja, mal sehen. Ja. So. Erstmal speichern. Wunderbar. Gut, dann. Was bräuchten wir denn im Meridias Schrein? Ah. Moment mal, das kriegen wir hin. Dann machen wir heute die Quest, Leute. Zuerst. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen Tag, Gerüchte. Wenn ihr eure Bogenschießkünste verbessern wollt, solltet ihr euch an Rehman Bruder wenden. Er ist ein ziemlich guter Schütze. Okay. Erzählt weiter. Immer ich doch. Habe die besten... So, mal sehen... Knochenmehl hätte sie. Totes Fleisch. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Lebt wohl. Ah. Möchte dir eine Opfergabe auf dem Altar von Meridia bringen? Biete totes Fleisch an. Ich wurde herbeigerufen durch die Überreste gottloser Kreaturen. Durch euer Opfer habt ihr euch mit den Gottlosen eingelassen, Sterblicher.
Die Untoten sind scheußliche, unnatürliche Wesen. Einige meiner Widersacher haben Freude an diesen Abscheulichkeiten. Nicht so Meridia. Ich will diese Kreaturen vernichtet sehen. Versteckt hinter einer Geheimtür, tief in der heulenden Höhle, gibt es Totenbeschwörer. Sie rauben Gräber aus, um an das Material zu kommen, aus dem sie ihre Armeen von Untoten erschaffen. Findet diese Totenbeschwörer, zerstört sie und ihre abscheuliche Brut. Wenn ihr dies tut, ist euch Meridias Dank gewiss. Nachdem ich die richtige Opfergabe darbrachte, erschien Meridia und sprach zu mir. Die Dedra erzählte mir von einem Kult von Totenbeschwörern in der heulenden Höhle, die Grabraub begehen, um eine Armee von Untoten auszuheben. Meridia will den Tod der Totenbeschwörer. Ich kann über eine geheime Tür im hinteren Teil der Höhle an sie heran. Ich habe die Totenbeschwörer in den heulenden Höhlen getötet. Ich sollte zum Schrein von Meridia zurückkehren. Das war ja einfach! Heulende Höhle! Wo ist die heulende Höhle? Ah, hier! Das ist ja schon ewig her. Bestimmt schon 1 bis 200 Folgen. Oder? Ja, 100 mindestens. Gute Arbeit. Diese Kreaturen waren eine Beleidigung für alle Lebewesen. Und nun haben sie für ihre Taten bezahlt. Nehmt diesen Ring und geht. Meine guten Wünsche begleiten euch. Ring der Khajiiti. Meridia war erfreut, dass ich die mir zugewiesene Aufgabe erfüllte. Als Belohnung bekam ich den Ring der Khajiiti. Chameleon 35% an selbst und festigen Schnelligkeit 10 Punkte an selbst. Das kommt zu unseren Dedra-Rüstungen, Leute. Okay. Da gibt es hier ein Oblivion. Da ist das Oblivion-Portal. Gab es sonst noch irgendetwas hier in der Nähe? Nein. Gehen wir zu dem Oblivion-Portal. Ah. Hier hatte ich die anscheinend noch nicht mitgenommen. Dann machen wir das jetzt. Hier gibt es verdammt viel, Leute. So, mal sehen. Ob da einer ist. Irgendwie scheint bis jetzt noch gar keiner hier zu sein. Zumindest sehe ich keine Lebewesen. Da drüben ist eine Höhle. Aha. Und da eine Siedlung. Okay. Aber hier scheint wirklich keiner zu sein. Dann nehmen wir noch kurz die ganzen Sachen mit, die es hier... Da vorne ist etwas. Ein Gegner. Spinnendädra. Mist. Hat uns gesehen. Getroffen. So. Die ist hinüber. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle hier.
Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch hier gleich die Akelei-Wurzelbäume gefunden. Die Gegenstände mitnehmen. Die Zutaten, die alchemistischen. Okay. So, hier wollte ich noch nachsehen. Verdammt, hier gibt es so viele Leute. Das hier nehmen wir auch noch mit. Okay, ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ja, hier waren wir schon mal. Ich dachte, ich hätte deine Hand gesehen. Na gut. Dann ist es Tag. Ja, wir speichern nicht hier drin. Sondern wir gehen da rein und speichern dann dort. Speichern Sie oft. Die Ebenen von Oblivion sind ein gefährliches Reich. Da müssen wir rein. Irgendwie hänge ich gerade irgendwo fest. Was hat er mit seinem G? Oh. Geschecktes Pferd hat leider nichts. Ja, da hat er aber eine Scumphaut. Au. So, wir sind da gleich durch, Leute. Wir waren ja schon öfters hier. Ich glaube, das war sogar die allererste Oblivion-Ebene, die wir je gemacht hatten. Komme ich hier irgendwie hoch? Ein Daedros, Leute. Ein Daedros, der ist schnell getötet. Den nehmen wir mit. So viele Pfeile haben wir reingeschossen und wir kriegen nur zwei zurück. Naja. Oh, die nehme ich auch noch mit. Und dich. Dich. Jetzt. Ich habe ich glaube ich schon genau.
So, einfach hoch, Leute. Oder ich glaube, ich muss sogar einfach nur hier rein. Genau, passt. So. Mist. Habe ich die Treppe überschätzt oder was? So. Da sind wir drin. Speichern wir mal kurz. Ah, wir speichern drin. Sonst leben die ja wieder alle hier. Passt. Sieben Pfeile müssen hier irgendwo herumliegen. 1, 2, 3, 4. 5. 2 noch. Sechs. Wo ist der letzte Pfeil? Wie viele Steine liegen denn da noch? Okay, da ist kein Pfeil. Hier auch nicht. Ah, das ist der Hauptkörper. Moment mal, ich habe ja einen daneben geschossen. Vielleicht ist da irgendwo in der Wand. Können die Pfeile in der Wand stecken bleiben? Nein. Naja, schade, ich sehe sonst keinen Pfeil mehr. Da auch nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Sonst scheint hier keiner zu sein. Ja, wir sind an ihm vorbei.